Ein Haus mit Solaranlage und einem E-Auto in der Garage. Soweit nicht ungewöhnlich. Aber was unter Xaver Pfabs Dach nahe München vor sich ging, könnte unseren Umgang mit erneuerbarer Energie nachhaltig verändern. In den letzten 6 Monaten haben wir den Strom für unser Haus aus diesem Auto bezogen. Hier floss der Strom auf anderen Wegen als gewohnt. Nämlich nicht nur von der Solaranlage ins Auto, sondern auch von dort zurück ins Haus. Dieser Vorgang nennt sich bidirektionales Laden, also Laden in 2 Richtungen. Und das geht so. Strom aus der Solaranlage wird in die Wallbox geleitet, um von dort die Autobatterie zu laden. Ist sie voll, kann bei Bedarf jederzeit Strom aus ihr abgezogen werden. Die Wallbox transformiert dann den Gleichstrom in der Batterie in Wechselstrom und der kann direkt genutzt werden, zum Beispiel für Rasenmäher oder E-Bike. Er kann aber auch zurück ins Haus geleitet werden und größere elektrische Anlagen wie zum Beispiel eine Wärmepumpe betreiben. Xaver Pfab war Entwickler bei BMW. An der Idee mit dem bidirektionalen Laden, kurz BDL, hat er mitgearbeitet und konnte die Funktion im eigenen Haus testen. Sein Haushalt verbraucht rund 10 Kilowattstunden Strom am Tag, seine Autobatterie kann 40 Kilowattstunden speichern. Genug Energie für 4 Tage Hauselektrik. Eine App steuert Abgabemenge und Ladezustand. Trotzdem hatte Pfab anfänglich Sorgen. Mit einem Elektrofahrzeug plagt einen ja immer so ein Stück weit die Frage, reicht die zur Verfügung stehende Reichweite noch für das, was ich an Fahrstrecke vor mir habe? Und wenn man jetzt obendrein noch das Fahrzeug als Batteriespeicher eben hier benutzt, dann würde das ja eigentlich diese Sorge eher verstärken. Wir haben allerdings sehr schnell gelernt, dass die Reichweiten, die wir für unseren Tagesbedarf brauchen, überwiegend gut kombinierbar waren mit dem Speicherbedarf für die Gebäudestromversorgung. Die große Kapazität von E-Auto-Batterien nicht nur zum Autofahren zu nutzen, daran tüfteln derzeit viele Autobauer. Neben BMW zum Beispiel VW, Audi und mehrere asiatische Hersteller. Ein 3-jähriges Projekt von BMW und der Forschungsstelle für Energiewirtschaft in München ist gerade beendet. Ergebnis: Der Einsatz von Fahrzeugbatterien als mobile Energiespeicher hat Potenzial für das Stromnetz der Zukunft. Fahrzeuge stehen über 95% der Zeit, das ist echt beeindruckend. Und wenn wir zukünftig die Fahrzeuge als Zwischenspeicher nutzen, können wir den Strom aus den erneuerbaren Energien in das Fahrzeug laden. Und zu Zeiten, wenn wir beispielsweise keine Energie aus der Sonne oder aus dem Wind haben, können wir diese Fahrzeuge wieder entladen und somit brauchen wir zukünftig weniger große Batteriespeicher, um diese Schwankungen auszugleichen und auch weniger Gaskraftwerke, die ansonsten zusätzlich gebaut werden müssten, um die Stromversorgung zu gewährleisten. Die Münchner Forschungsstelle ist optimistisch, dass bidirektionales Laden in ein paar Jahren Teil der großen Energiewende werden kann. Wenn alle technischen Details ausgearbeitet sind, könnte das so aussehen. Zu Hause im Betrieb oder in der Parkgarage, egal wo E-Autos stehen, könnten Sie Energie laden, solange es im Land Stromüberschuss gibt. Und wenn Sonne und Wind schwächeln, Strom ins allgemeine Netz zurückspeisen. E-Autos würden so zum mobilen Pufferspeicher für die deutschlandweite Energieversorgung. Wie gut Batterien die Belastung durch 2-Wege-Ladung dauerhaft aushalten, muss aber noch weiter untersucht werden. Auch das Zusammenspiel von Wallboxen, Solaranlagen und intelligenter Steuerung von kleinen wie großen Stromnetzen ist noch nicht ausgereift. Aber man arbeitet dran. Denn die Vision ist faszinierend. Von heute 1,8 Millionen Elektrofahrzeugen in Deutschland, die haben schon so viel Speicherkapazität wie alle Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland zusammen. Und jetzt dann weiter, 2030, 2040 mit 20, 30 Millionen Elektrofahrzeugen, dann wird das der Energiespeicher des elektrischen Systems der Zukunft sein. Xaver Pfabs Pilotanlage wurde kürzlich abgeschaltet. Die Testphase ist abgeschlossen, jetzt wird ausgewertet. In ungefähr 2 Jahren soll die Idee marktreif sein. Begeisternd ist die Art und Weise, wie einfach es ist, sich eigentlich hier mit Energie autonom zu versorgen. Wir warten mit Spannung auf
den Serieneinsatz des Systems, um das eben bei uns wieder in Gebrauch zu nehmen. Bis dahin versorgt die Batterie erstmal wieder nur sein E-Auto. Vielleicht den mobilen Stromspeicher der Zukunft.